Ich hab Bilder. Welcome to a new vlog. Und Masado ist krank. Ich bin angeschlagen, ich sag gut mal so. Der Typ ist seit 2 Wochen krank mittlerweile. Das ist die 2. Woche. Ich bin angeschlagen. Du machst alles, aber du bist krank. Nein, ich bin einfach nicht am Halsschmerz. Ich war auf Feier oder so die Woche. Also alles entspannt. Ja, und jetzt ist dein Arbeitsplatz das Bett. Ich kann auch runtergehen. Bleib da. Aber Homeoffice im Bett ist gerade entspannt für mich. Naja, Hauptsache mir geht's gut, ne? Gestern war ein wunderschöner Morgen, ich will geiles Essen. Deswegen machen wir schnell Cracky. Unpopular Opinion, ich mag Buttertoast nicht. Ich mag eher dieser Vollkorntoast. Perfekt, perfekt, perfekt. Leute, wenn ihr in Rewe geht, holt euch den Käse. Ich schwöre euch, das ist der geilste Käse überhaupt. Ich liebe den. Das ist für mich so ein Sonntagskäse. Den kaufen wir immer samstags, damit ich sonntags den Käse essen kann. Hallo. Ebenso underrated Avocado mit Feta. Ich habe gerade auch in letzter Zeit, denke ich immer wieder dran, dass ich es cool fände, irgendwelche Reels in der Kombi umzusetzen. Also ich glaube auf jeden Fall, dieses Jahr würde ich keinen Adventskalender auf YouTube machen, sondern auf jeden Fall, wenn, dann eher auf Insta, weil es wird sonst einfach zu viel. Ich glaube, dann haben wir alles für heute, oder? Dankeschön, du auch. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Immer danach voll gut drauf, wenn man so viel geplant hat. Hoffen wir wieder das eine oder andere vorbereiten für den Dezember. Ich schaff's derzeit auch irgendwie gar nicht mehr ins Gym. Es passt einfach zeitlich nicht. Also ich habe nur dann Zeit, wenn so die Stoßzeiten sind und dann will ich nicht ins Gym. Deswegen habe ich entschlossen, wieder ein bisschen mehr zu Hause zu machen. Das kann man halt auch wirklich so flexibel machen, immer wann es einem halt passt. Ich suche mir meine Workouts immer bei Chimono raus, weil da gibt es so viele. Man kann da auch so unterschiedlich halt wählen, was man möchte und kann sich auch so einen Trainingsplan erstellen lassen. Und es gibt auch eine richtige Inspo an Rezepten. Ich wollte schon so lange mal Pilates ausprobieren, deswegen dachte ich, machen wir das heute. Also Pilates Back and Abs. Der Kopf dreht nach rechts. Wir atmen ein und führen den rechten Arm nach oben. Komm nach vorne, der Kopf dreht mich und mit dir. Das geht in die Bauchmuskeln. Wunderbar. Aktiviere. Füße geflext. Mach dich rund. Stopp. Und atmen. Ein letztes Mal, wenn du mehr möchtest. Leute, das war nicht einfach. Aber so ist das immer. Man muss erstmal wieder starten, um so in seine Routine zu kommen. Und da gibt es halt wirklich unendlich Videos. Also ihr könnt auch erstmal so herausfinden für euch, was ist so euer Ding. Wollt ihr Yoga machen, Pilates oder doch eher Bauchworkouts, Cardio. Es gibt so viel, da ist wirklich für jeden was dabei und es ist auch mega beginnerfreundlich. Ihr könnt das Ganze aber nicht nur mit dem Laptop machen, sondern auch mit dem Handy, also per App und könnt dann natürlich dann auch eure Ziele so festlegen, dass das Programm individuell zu euch so angefertigt wird. Mit meinem Code kannst du auf alle Möglichkeiten bei Chimondo zugreifen für nur 3,90 Euro im Monat und vor allem die erste Woche ist komplett kostenlos, sodass du erstmal testen kannst, ist das was für mich, was gibt es da für Sachen, was ist da für eine Auswahl da. Da auch eine kleine Erfrischung. Ich bin gerade voll der Fan von solchen Syrups und der schmeckt einfach eins zu eins wie dieses weiße Wassermelone in einem Wassereis. Am geilsten ist es mit Sprudel, aber unsere Sprudelflaschen-Dinger für den Sprudler sind gerade leer und ich habe immer noch keinen bestellt. Er schmeckt einfach wie dieses Wassereis. Ich sollte das eigentlich mal eingefrieren, weil dann habe ich ja 1:1 das Wassereis. Rain. Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall einmal schnell umschminken, weil ich habe heute meinen Stream und ich will auch gleich noch einkaufen gehen und so. Ich schmink mich derzeit so selten, aber ich habe ein richtig geiles neues Produkt entdeckt. Habe ich euch schon auf TikTok gezeigt. Das ist von e.l.f. Cosmetics, das ist vegan und tierversuchsfrei und ist eine richtig nice Foundation. Also die trocknet so null aus, sondern hält alles so schön smooth. Ich präsente die euch einmal. Man sieht noch nicht so krass, wie krass gut die meine Farbe trifft. Ich lasse nie meine Pflege ganz einziehen, damit ich immer meine Foundation so mit der Pflege vermischen kann. Ich habe dann das Gefühl, es ist so ein bisschen smoother. Ich fühl's so, wie du sagst. Das ist gut. So, ich bin jetzt finished und ich habe im letzten Vlog ja dieses Gesichtswasser geholt. Und ich finde es eigentlich ganz geil, vor allem gerade, wo meine Haut so wieder ein bisschen trockener ist, einfach nach Make-up nochmal drauf zu machen, damit es so fresh ist. So, ich gehe jetzt einmal schnell einkaufen. Letztes Mal Filter geholt, habe ich irgendwie das Gefühl, ich finde nichts mehr im Kleiderschrank. Solche Tage gibt es auch, deswegen gehe ich so richtig basic. Ich fühle mich ein bisschen unwohl heute, aber egal. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich das letzte Mal, als ich geparkt habe, im Schatten geparkt habe. Wenn wir diesen Ledersitzen, das habe ich echt unterschätzt. First stop ist die Post, weil ich muss Post abholen. Ich kann seitwärts nicht einpacken, das ist mir aber egal, ich hole jetzt schon mein Paket. Als
ist angekommen. Einmal nach hinten. Da liegt's besser. Next Stop, einkaufen gehen. It's time for shopping. Ich habe gar keinen Bock gerade, ne? Aber Dinge müssen erledigt. Eigentlich hätte ich noch zum DM müssen, aber nach dieser Einkauferfahrung habe ich echt gar keinen Bock mehr. Also ihr habt mein Outfit gesehen, das war jetzt ja nicht so blickaufreißend, oder? Also wenn ich irgendwas Knalliges trage oder sowas extrem Besonderes, ja, dann verstehe ich, dass ich irgendwie einen Blick auf mich ziehe. Aber das gerade, da war ein Mann hinter mir in der Kasse und ich habe ihn halt gefragt, ob er vor will mit seiner Frau, weil die weniger hatten wie ich. Und er guckt mich an und dann guckt er direkt runter, weil ich Bauchfreien hatte. Und starrt währenddessen er mir antwortet auf meinen Bauch drauf. Ich war so, war kurz davor zu sagen, ist irgendwas, stimmt was nicht? Leute, ich war so perplex, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich gehe jetzt einfach nach Hause. Ich habe den Wasserspender gewechselt und der muss jetzt wieder neu befüllt werden. Ich habe gleich meinen Stream, deswegen mache ich mir Nudeln. Ich habe gerade auch schon zu Marcelo gesagt, ich habe die ganze Zeit so Bock auf Pfeffer. Ich habe diese grobe Pfefferpackung, die war so cool, die habe ich in letzter Zeit schon so vorangegessen, weil ich mir die ganze Zeit mit einem Pfeffer so mit einem Hammer so klein mache. So, und dann haue ich den überall rein. Auch den Pfefferkäse, den ich heute Morgen euch gezeigt habe. Leute, es ist einfach, ich liebe groben Pfeffer. Und Marcelo hat gerade gegoogelt und dann stand da so, dass das ein Zeichen dafür sein kann, dass man einen Zinkmangel hat oder sowas. Glaube ich aber nicht. Ich glaube einfach nur, dass mein Pfeffer extrem gut schmeckt. Ich esse jetzt noch schnell meine Nudelis und schaue mit Marcelo noch zusammen YouTube, weil wir heute noch nicht so viel Kontakt hatten, weil er nicht auf dem Bett lag. Und dann gehe ich rein beim Stream. Ich habe es gerade gestreamt. Ich habe voll vergessen davor, noch irgendwie zu vloggen, dass ich jetzt streame, etc. Weil irgendwie ging alles so schnell. Plötzlich war ich irgendwie immer, wenn es dann ans Stream geht, wird es so hektisch, weil ich irgendwas noch mache und fertig kriegen muss. War auf jeden Fall mal wieder ein richtig cooler Stream. Und ich lade gerade noch direkt ins Stream runter, dass ich auch wieder morgen die Highlights schneiden kann und alles vorangeht. Das beansprucht schon gerade sehr viel Zeit für mich. Obwohl das eigentlich nur so ein Nebending ist oder sein sollte. Das macht mir übel Bock, deswegen stecke ich gerade so viel Energie und Zeit rein. Ich habe heute Morgen auch schon sehr viel geschnitten. Das habt ihr auch nicht so im Vlog mitbekommen. Also ich bin gerade wirklich daily mindestens 5 Stunden mit dem Zeug dafür beschäftigt. Das ist echt krass. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das so heftig durchziehen kann, aber irgendwie ist da so die Motivation da. Ich bin aber auch schon echt kaputt und ich muss auch schlafen, weil morgen früh geht's shooten mit Marcia. Dann muss ich fit sein, weil es schon sehr früh. Leute, meine Haut ist gerade wieder so am Arsch gelegen, weil meine Tage kommen und ich kriege das nicht in den Griff. Ich habe übrigens auch wieder neue gute Gewohnheiten. Und zwar denke ich mittlerweile wieder richtig regelmäßig an meine Subs. Wir haben Magnesium, Eisen, Vitamin B-Komplex und Omega-3. Erstmal die drei festen und dann Omega-3. Wie toll ist bitte diese Routine? Meine Kamera ist jetzt leer, ich muss die jetzt leeren, deswegen sehen wir uns morgen. New day, new beginning. Es ist so früh, ich kann noch nicht mal sprechen. Kommt dein Wecker dazu? Ich mache mich einmal schnell ready, weil Marcia holt mich gleich ab. Wir wollten ein paar Bilder machen. Und ich habe erst heute Morgen so ein bisschen meine Inspos rausgesucht. Und ich bin noch so ein bisschen planlos, wo wir am besten hinfahren, um die Bilder zu machen. Und ich hoffe, ich bin in dem Mood, weil gerade ist meine Mood ein bisschen schwierig, weil ich jetzt meine Tage bekomme. Dann bin ich immer so sehr schnell unzufrieden. Ich habe das gestern schon daran gemerkt, dass ich mich so unwohl gefühlt habe. Und ich merke dann beim Shooten manchmal, dass ich gar nicht aufgehen kann, weil ich mir so denke, so no. By the way, es ist nicht funny, dass jeder Shooten sagt, obwohl er weiß, dass Shooten falsch ist und nicht fotografieren, sondern schießen heißt. Ich find's funny. Nehmen wir einen Lippenstift mit? Die Frage der Fragen. Ich habe mir überlegt, die Sachen mitzunehmen. Also einmal so einen herbstlichen Look mit einem kurzen Rock. Den kann man auch so ein bisschen high-waisted tragen oder ein bisschen weiter runter. Auf jeden Fall mit einer Strumpfhose und vielleicht zu Overknees oder so. Das werde ich auch als erstes anziehen, weil die Strumpfhose am schwierigsten ist, natürlich im Auto so zu wechseln. Ich habe auch noch so ein bisschen gestreift, aber auch so strickmäßig. Auf jeden Fall für diesen herbstlichen Look, weil Sommer ist vorbei. Damit müssen wir abschließen. Und ich habe noch so einen rückenfreien Pulli. Ich liebe den so. Den trage ich richtig gern zu der Lederhose. Dazu habe ich mir auch dieses Gestreifte vorstellen können. Ich glaube, es könnte echt cool aussehen. Das ist so ein bisschen mehr schicker Look. Also so ein Blazer und einfach ein kurzes Top drunter mit einer Baggy Jeans. Kann ich mir auch sehr nice vorstellen. Für die Baggy Jeans habe ich noch zwei andere Oberteile schon eingepackt. Einmal das braune Jordan-Oberteil und das Dutch. Dutch. Jetzt gerade denke ich mir noch so, das kann nur gut werden. Meine Stimmung kann nicht kippen, weil das sind so coole Outfits. Irgendwie ist das mir spontan richtig gut eingefallen.
Ich kann nicht mit dir reden. Sagst du, Marcelo, soll ich meine neue Mütze mitnehmen? Viel Spaß. Weiß noch nichts, was ich dir anziehen kann. Zwei? Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute so gut in der Zeit bin, wirklich. Ich habe mir richtig einen Kopf gemacht. Ich habe extra zwei Wecker gestellt und ich bin beim ersten direkt aufgestanden, weil ich so Angst hatte zu verschlafen. Ich muss mich gerade noch entscheiden, was für Schuhe, aber die hier sind mir viel zu lang. Da ist nur so ein ganz kurzes Stück dann draußen. Deswegen versuche ich mal die sind ein bisschen kürzer. Und ich wollte eigentlich keine mit Absatz. Die machen so halt viel mehr Sinn. Noch einen schnellen Matcha to go. Oh, warte, Matcha, was sag ich denn? Einfach nur Eiskaffee. Ich bin sofort fertig. Du, gar kein Stress, ich bereite mich drauf vor. Ah, du machst so. 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 Ja, geil, das ist es. Nice. Das Essen steht gefühlt schon 10 Minuten auf dem Tisch, aber wir mussten noch schnell Bilder machen. Ich kann noch schnell ein Getränk holen und Marcia versucht, ihr Reel weiterzumachen. Ich tendiere ja darauf, dass alles runterfällt. Hat's geklappt? Mir gefällt der Boden hier nicht. Birgit Home habe ich mich erstmal ein bisschen ausgeruht und Marcelo hat gerade noch eine Suppe vorbereitet, weil er krank ist. Und trotzdem hat er gekocht, weil ich nicht wollte. Ich weiß, wieso ich gestern so am Arsch war. Weil ich jetzt auch krank werde. Ich bin jetzt ein bisschen mit Halsschmerzen aufgewacht. Ich hatte gestern schon Schnupfen ab der Uhr und wohl zu Hause. Und ich war so extremst platt. Deswegen schnappe ich jetzt auch meinen Laptop und werde vom Bett aus diesen Vlog hier schneiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wie gesagt, ich bin wieder draußen dran, mehr Vlogs zu drehen. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Adios, amigos. Chicas.